Ich grüße euch, meine Lieben. Heute geht es um ein Thema, ja, was immer wieder in mein Leben reinkommt, wo immer wieder Menschen mich darauf ansprechen. Und zwar... Ihnen sprechen immer alle Menschen auf alle möglichen Themen an, oder? Immer. Mich sprechen keine Menschen irgendwie darauf an, dass sie sagen sollen, wie viele spirituelle Lehrer labern nur rum. Mich noch keiner gefragt. Wie kann ich wirken in diesem Leben, ja? Wie kann ich etwas bewirken in diesem Leben? Und da machen sich viele Sorgen, was kann ich ändern, um ja auch ein Teil des Ganzen zu sein? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Und so weiter und so fort. Doch eine Sache, da habe ich schon ein paar Mal drüber erzählt, eine Sache wird hier ganz gezielt, ja, oder was ist ganz gezielt, aber eine Sache wird dir auf jeden Fall immer wieder vergessen. Und zwar, wenn du im Sumpf bist, ja, ja, dann kannst du keinen helfen, der auch im Sumpf ist. Das bedeutet, natürlich kann ich jemandem helfen, der im Sumpf ist. Gemeinsam stirbt man besser. Im Umkehrschluss, dass du erstmal aus dem Sumpf raus musst. Das bedeutet, befreie dich selber erstmal. Schau, dass du von deiner... Ja, und warum kann der andere nicht aus dem Sumpf raus und mir helfen? Wann gibt's eigentlich den Stream mit Alex? Ja, ich muss noch mal gucken, wann das... Ich habe gerade sehr viel zu tun. Ich habe übrigens... warte mal, ich muss mal eben gucken hier. Ich habe... Ein Standing Desk heute gebaut. Das habe ich ja... Ey, danke fürs Folgen, aber... Ach. Jetzt reicht's auch. So wollte ich das gar nicht, so wollte ich... Hallo Sputnik. Ich habe das heute hier gepostet. Habe jetzt ein... Ich kann jetzt quasi hier ganz schnell so ein Stehdesk hinmachen. Und dann kann man hier... Kann ich im Stehen arbeiten. Das werde ich wahrscheinlich... Ist auch eine sehr gute Idee, wenn man so zwei Monitore übereinander hat. Dann kann man das relativ zügig machen und im Stehen... Da muss man keinen Schreibtisch haben, den man hochfahren kann und so. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Nur so als Tipp für Leute, die das mal überlegt haben. Eigenen Tür kehrst, ja. Schau, dass ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Was war das nochmal für ein Zusammenhang? Dass du dir selber hilfst, dass du an dir selber arbeitest. Mach Persönlichkeitsentwicklung. Kauf die IKEA. Ja, aber ich brauche so einen richtig breiten Tisch hier. Da hilft mir so ein IKEA-Ding nicht. Ich habe ja hier so einen richtig... Der ist 3 Meter lang oder... Nee, 2, 3 Meter lang oder so, der ganze Schreibtisch. Und ziemlich breit nach hinten, weil da eben sehr viel draufsteht. Deshalb komme ich mit so einem IKEA-Tisch nicht klar. Ja, schau, dass du dein Bewusstsein erweiterst, dass du dir erstmal selber helfen kannst. Das bedeutet, sei positiv... Richtig, Dosu. ...positiv egoistisch. Meine Lieben, positiv egoistisch bedeutet aber nicht, dass es was Schlechtes ist, dass nur ich und sonst gar keiner. Nein, sondern ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Ich sorge dafür, dass ich mich erstmal aus dem Sumpf raushole und dann kann ich anderen Menschen helfen. Alles andere macht keinen Sinn. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ja, sogenannte spirituelle Lehrer, sogenannte, keine Ahnung, irgendwelche... Seher, Heiler, Medium, Sternensaat. Menschen, die dir zeigen wollen oder die dir die Hand reichen wollen, obwohl sie halt selber im Sumpf... Ich glaube, der ist traurig, Blinginier. Es ist halt nichts, ich sag mal, es ist nicht falsch, ja, dass es diese Menschen gibt, diese Menschen geben einen Impulse, aber das Problem ist halt, ach so, dass sie mal selber noch nicht aus dem Sumpf sind. Ah. Ja, jetzt fragt sich der ein oder andere, Mari, bist du denn aus dem Sumpf draußen? Ja, wenn du hier so großtönig posaunst, bist du denn aus dem Sumpf draußen? Der ist so tief im Sumpf drin, da kannst du tauchen gehen, dann findest du den. Was bedeutet überhaupt aus dem Sumpf draußen? Ja, das sind so Fragen, die stellen sich natürlich immer wieder, wenn ich drüber spreche. Und um das ganz klipp und klar zu erklären, ist es so, dass was bedeutet aus dem Sumpf draußen zu sein? Seine Sätze sind auch teilweise, da fehlen Wörter einfach. Da fehlen einfach Wörter in seinen Sätzen. Wenn ich drüber spreche und... Hier. ...aus dem Sumpf draußen. Ja, das sind so Fragen, die stellen sich natürlich immer wieder, wenn ich drüber spreche. Und um das ganz klipp und klar... Das sind Fragen, die stellen sich immer wieder, wenn ich darüber spreche, hä? Zu erklären. Es ist so, dass was bedeutet, aus dem Sumpf draußen zu sein? Es ist zu verstehen, dass ich täglich an mir selber zu arbeiten habe. Das bedeutet nicht, aus dem Sumpf willkommen, Amanita, erleuchtete heilige Bimbam bin oder dass ich schon, weiß ich nicht, dass ich schon komplett mein ganzes Leben in meiner Hand habe, dass ich schon alles, der Allwissende bin oder wie auch immer. Nein, das wirst du niemals sein. Du wirst immer ein Schüler sein hier in dieser 3D-Ebene. Ja? Das bedeutet aber nicht, was für eine Ebene, eine 3D-Ebene, das werden auch manchmal einfach... Sein. Du wirst immer ein Schüler sein hier in dieser 3D-Ebene, ja? Du wirst immer ein Schüler sein in dieser 3D-Ebene. Was soll mir dieser Satz sagen? Wir müssen mal irgendwie... Ich muss mal irgendwie aufschreiben so...
Du wirst die schlauesten Sätze, die wir jemals immer gesehen haben. Kann ich das irgendwo? Muss mal eben gucken, wie mache ich das am besten aufschreiben? Ich muss mir mal eben so ein. Ich muss mir ein Dokument machen, warte mal. Root Control, Datei, neu, Dokument. Das muss ich irgendwie. Du wirst immer ein Schüler sein in dieser 3D-Welt. So, dann machen wir das so. Die besten YouTube-Sprüche. Dann mache ich das mal mitarbeiten, Link kopieren. Dann kann ich das nämlich hier reinmachen. Kann das hier Lesezeichen-Symbolleiste speichern. So. Eigenschaften. Spruch. Gut. Nice. Das bedeutet aber nicht. Kommt der nackte. Nee, der nackte Mann heute nicht. Viel zu lernen noch, der Junge. Ich bin Schüler von Kniki, ja. Ich weiß auch nicht, warum die Leute immer im. Er filmt immer im Hochformat und er schaut nie in die Kamera rein. Gib's mal in den Google-Übersetzer rein. Translator. You will always be a student in this 3D world. Dass du, geh mal kurz auf Seite, da kommt ein Auto, dass du aus dem, dass du nicht aus dem Sumpf bist, ja? Aus dem Sumpf zu sein bedeutet zu verstehen, dass die. Es geht weiter. Aus dem Sumpf zu sein bedeutet zu verstehen. Das wird nicht langweilig, glaube ich. Erstmal vor meiner eigenen Tür zu kehren habe, ja, und ach nee, der Witz ist alt. Währenddessen ich das aktiv betreibe, ist es so, dass ich auch anderen Menschen helfen kann. Zumindest in dieser Perspektive, wo ich dieses Verständnis schon habe. Das bedeutet, wenn ich ein Bewusstsein erreicht habe, dann kann ich den anderen Menschen helfen, auch dieses Bewusstsein zu erreichen. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn ich dieses Bewusstsein nicht erreicht habe, aber Möglichkeiten weiß, wie man das erreichen kann. Ja, da kann ich zwar diese Möglichkeiten weitergeben, aber ich kann das nicht leben. Das heißt, ich kann die Menschen nicht überzeugen, weil ich selber nicht da bin. Und wie soll ich denn die anderen dazu hinbringen, da zu sein, wo ich selber nicht bin? Ihr versteht, was. Was? Ich damit meine. Das bedeutet. Er hat jetzt ungefähr den gleichen Inhalt fünfmal anders verpackt innerhalb von 10 Sekunden. Arbeite täglich an dir selber und so kannst du der Welt helfen. So kannst du deine kleine Welt verändern und wenn du deine kleine Welt veränderst, verändert sich das ganze System mit dazu und so bist du ein Teil von dem Ganzen. Du hast natürlich Möglichkeiten, wie du dich selber damit dabei unterstützen kannst. Das heißt, komm in deine Mitte, sorg dafür, dass du eine hohe Schwingung hast. Hol dir zum Beispiel Produkte, die dir dabei richtig helfen können. Ich empfehle euch natürlich den Orgonreaktor Premium, weil er baut. Natürlich, der Orgonreaktor Premium, der hilft definitiv. Ein starkes Orgonfeld auf. Unsere Pyramiden bauen ein starkes Orgonfeld auf. Ja? Der Elementewirbel baut ein Orgonfeld auf. Ja? Und das sind halt so kleine Tools, Werkzeuge, die dir dabei helfen, tagtäglich an dir selber zu arbeiten und dir ermöglichen, Blockaden zu lösen, ja, und dann diese Blockaden sozusagen zu transformieren, die erst zu erkennen und dann zu verarbeiten, weil. Was? Du kannst. Das Ding soll mir helfen, Blockaden zu lösen und die Blockaden zu erkennen. Nur. Orgonreaktor kostet ungefähr 3000 Euro oder sowas, oder 5000 bei Amazon. So ein Ding. Etwas verarbeiten, wenn du es erkannt hast. Ja, das bedeutet, schau erstmal, dass du dass du deine Probleme reflektierst, dass du Selbstreflexion betreibst, weil erst wenn du etwas erkennst, ja, das heißt, du reflektierst es, du nimmst es in den Fokus und dann kannst du es. Hier, ich zeige euch, was damit gemeint ist. Orgonreaktor. Einfach ein schwarzes Plastikding für 40 Euro kannst du kaufen. Bei ihm kostet das ganze Ding irgendwie ein paar hundert Euro. Hier, Elektroschocker Power, 500.000 Volt, frei ab 18, Orgonreaktor. Jetzt weiß ich, was er meint. Jetzt weiß ich, was er meint. Und dazu noch bei bakterieller Vaginalinfektionen.
Das sind Orgonreaktoren, die wir heutzutage brauchen. Ein Elektroschocker und Muschigel. Muschigel, Elektroschocker, ab geht's. Klingt eher nach einem Pack, wie man Frauen vergewaltigt hier. Elektroschocker und Muschigel. Was ist der Unterschied zwischen Schmand und Creme Fresh? Keine Ahnung. Spiegeln reflektiert mich am besten. Oh Mann, ey. Orgonit. Da. Den Kram, den er verkauft, gibt's bei Amazon einfach für einen 20er. Für 9 Euro. Und er verkauft das bei sich für ein paar hundert. Da kommst du nicht drauf, ne? 5 Euro. Hier diese Aufkleber fürs Handy, die kosten einfach woanders 60, 70 Euro und hier kriegst du die für hinterhergeschmissen. Wir finden bestimmt auch den Hodenstein hier für 2,50. Ey, dass Amazon voll ist mit so einer Kacke, ne? Und hiermit machst du das. 22 Euro. Für 22 Euro kaufst du dir so einen Schrottpack. Machst diese Kackdinger und verkaufst sie dann wieder für 100 Euro. Hier, so einen Hodenstein kannst du damit machen. Scheiß die Wand an. Das mache ich. Form und 100 Gramm Resin, Silikonform, Gieß, 100... Ich glaube, das muss ich mal versuchen. 22 Euro? Ist da das Harzzeug bei? Was ist das denn hier für ein Sexspielzeug? Da ist kein Harz bei. Doch, da ist Harz bei. Ich kann eine Katze machen. 9,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Amazon hat auch Proteine als böse. Ich mach da so viel Kummis rein, wie es geht. Pass auf, ich mach da. Gibt's das? Warte mal, gibt's da noch bessere Packs? Plus Farbe. Was ist das? Silikonform. Das sind Zahlen. Heilige Zahlen. Ich mache heilige Zahlen. 17 Euro kostet das hier nur. Achso, da ist kein Harz dabei. Ja, perfekt. So, pass auf. Ich mache das jetzt so. Und dann mache ich das auf die Liste für als Unterstützung. So. Genau. Da habe ich noch so einen geilen Regenschirm. Den kann man sich einfach auf den Kopf schnallen. Voll geil. Wenn es regnet, schnallt man sich den einfach auf den Kopf und hat die Hände frei beim Einkaufen. Richtig geiler Regenschirm. Daniel macht auch scheiße Geld, ja richtig. Findest du... Wenn ihr mir das kaufen wollt, dann geht ihr auf meine Homepage und könnt dann hier... wo war das denn? Amazon Partnerlink einkaufen, Produkte. Produktempfehlung, Links. Ah, ich habe das noch gar nicht verlinkt. Hier auch nicht. Kann ich die Liste denn hier teilen? Warte mal eben. Habe ich denn jetzt hier... Kann ich den Scheiß denn jetzt teilen? Liste verwalten. Jemanden einladen, Lese- und Schreibzugriff. Ach, da habe ich ja noch mehr hier unten. Einladen. Pass auf, wenn ich das jetzt so teile.
Das kann man tatsächlich sehen. Ist eine Wunschliste, ja. Hier. Geht das so? Als Geschenk woanders kaufen? Und wenn ich jetzt so mache, kann ich mir das aber nur selber kaufen, oder? Ich habe keine Ahnung von dem Bums. So, wir gucken uns den Quatsch jetzt hier noch zu Ende. Erst beobachten und verändern und transformieren. Meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Ja, like dieses Video, teilt dieses Video. Und ich versuche jetzt wieder aktiver zu sein. Wir haben die ganze Zeit an einem ganz, ganz großen Projekt gearbeitet. Wir haben etwas erschaffen, was so kein zweites Mal weltweit zu bekommen ist. Wir haben ein Veredelungssystem erschaffen, ein Wasserveredelungssystem, ein Wasserfiltrations- und Veredelungssystem. Ja. Filtrations. Schaut einfach, das Video würde das uns sprengen, wenn ich dieses Thema noch angehe. Schaut einfach in die Beschreibung. Dort werde ich es verlinken, definitiv. Ansonsten, meine Lieben, ich wünsche euch nur das Beste. Lasst euch gut gehen. Schaut, dass ihr so schnell wie möglich Geschenke bekommt für Weihnachten, weil wir wissen nicht, wie lange der... Nee, Gisi, Amo. Oder wie lange der braucht. Zurzeit sind sie halt, brauchen die halt sehr lange. Das bedeutet, ich mache ein Video, wenn ich die Dinger baue. Wir machen... Wenn mir einer die Dinger kauft... Okay, jetzt kann ich... Obwohl, ich weiß nicht, wie das... Geht das? Ich gucke da gleich nochmal nach. Der macht jetzt eh nur noch Werbung. Wo kann ich denn hier diese verdammte Liste jetzt teilen? Liste verwalten. Ja, eigentlich müsste das ja direkt so gehen, ne? Einladen. Lesezugriff. Ah, Link kopieren. So. Ist der gleiche Link. Ist der gleiche Link, der da oben steht. Lol. Da mache ich ein Video davon, wie ich das hier bastel und stelle das bei eBay rein. Und dann guck mal, und dann, keine Ahnung, dann spenden wir nachher das Geld oder so. oder ich kaufe mir was Vernünftiges davon. Ich empfehle, so schnell wie möglich zu bestellen, um wirklich noch rechtzeitig zu Weihnachten eure Liebsten zu beschenken. Meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich. Lasst euch gut gehen. Ciao. Jetzt pass auf, wir haben ja gerade gesehen, die Dinger kosten ein paar Euro, ja, bei Amazon. Hier, die Dinger. Wir wissen auch, was das kostet, was so ein Pack kostet, um sowas herzustellen, quasi. Ey, danke Euro. Für deine Donation, Digga. Jetzt kann ich mir endlich die riesigen Kondome kaufen. Wow! Danke für deine Präsenz in dieser 3D-Bühne. Vielen, vielen, vielen bitte doch. Ich freue mich natürlich auch, euch in dieser 3D-Ebene hier beglücken zu dürfen und euch dieses wunderbare Nicht-Kaufen-Angebot, 550 Euro für ein Stück Stahl und eine Pyramide im Wert von, laut Amazon, 10 Euro anbieten zu können. How to make our shit money. Impressum. Gesetzliche Anbieterkennung. Elemente Wirbel. Adrian Zilger. wohndichglücklich.eshop.t-online. Was zum heiligen Bums? 590 Euro kostet dieses ein Anhänger für 90 Euro. Diese Pyramide, die wir bei eBay, bei Amazon gesehen haben, wir für ein paar Euro so ein Teil. 270 Euro. Ein paar Essstäbchen aus dem Eis rausgekratzt. Leck mich fett, du. Wo ist der Typ denn noch so unterwegs? GTI-Management? Hä? Man kann sich das nun selber bestellen über den Link. Ah. Was gibt's Neues von Attila? Du bist doch mal seinem Telegram gefolgt. Können wir ja gleich mal gucken. Aber viel gibt's da nicht. Strahlenschutz.
Shiatsu Massage, Massage Pro, Massage. Massage. Mitforum. Mittelstandforum, RBK. Wir geben dem Mittelstand eine Stimme. Also es macht den Eindruck, dass es am Ende nur ums Geld machen geht. Finde eine Nische, verkauf irgendein Produkt. Ihr kennt das, frag mal Karl S. Na, bevor ich mich da noch aufrege und noch tiefer in den Kram reingehe.